Es gibt drei Gründe, wenn du Startup bist, IT-Dienstleister, Experte oder Berater und bist noch in deinen Anfängen, vielleicht du ganz noch ganz alleine Programmierer, ja, oder vielleicht schon mit einem Partner zusammen gegründet hast, gibt es letztendlich drei sehr, sehr wichtige Gründe, auch schon in den Anfängen stetig und langsam anzufangen, vielleicht erstmal mit kleinem Budget, um dann digital sichtbar zu sein von Anfang an. Also der erste offensichtliche Grund ist natürlich Kunden, ja, potenzielle Kunden, damit die überhaupt auf dich aufmerksam werden. Ganz, ganz wichtig, dass du digitale Sichtbarkeit eben hast. Ja. Der zweite Grund ist Mitarbeiter, ja, was viele gar nicht auf dem Radar haben. Du willst ja auch wachsen mal und ja, Mitarbeiter, die du sozusagen, die auf dich von alleine aufmerksam werden, dadurch, dass du eben digitale Sichtbarkeit eben hast. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass du zum Beispiel ja, Mitarbeiter über andere Kanäle erstmal werben musst. Ja, ziemlich, sagen wir mal, über bezahlte Werbung, über Headhunter, wenn du einen guten hast, kann sehr gut funktionieren oder sonstige Jobportale und so weiter. Aber wenn die dann natürlich sich ein bisschen über dich erkundigen und schlau machen und dann ein bisschen googeln und es gibt sozusagen kaum irgendwelche Sichtbarkeit da draußen, dann ist es. Ja, dann hast du nicht den gleichen magnetischen Einfluss. Ja? Also, die können sich nicht wirklich ein Bild von dir machen. Und von daher ist es ziemlich wichtig, hier aufzubauen. Den dritten Grund, sehr starken Grund, den halt viele überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, ist halt einfach Investoren. Ne? Das ist halt genau das gleiche Prinzip. Und es ist wahrscheinlich, wird immer schwieriger zukünftig, dass du überhaupt noch Marktanteile erobern kannst. Sein, dass so eine Nische, die sonst noch keiner besetzt hat. Aber glaub mir, wenn du zu langsam wächst, ja, dann werden andere auf dich aufmerksam werden und sozusagen die Nische für dich erobern, die einfach nur mehr Kapital haben. Das heißt, der Punkt Cashflow, einfach nur Cash. Der Punkt Cash wird einfach viel zu stark unterschätzt. Insbesondere in Deutschland, wo einfach auch dieses ganze ja, Schnellwachstum, Joint Ventures, also Venture Capital und so weiter, einfach total in den Kinderschuhen ist, ja, einfach ja, Bootstrap, Startup, ja, aus eigener Kohle wachsen und so weiter, auch wenn es ein paar Jahre länger dauert. Ich glaube, dass der Trend da sehr stark von abweichen wird hin zum US-Trend und dass du halt letztendlich platt gemacht wirst, bevor du überhaupt eine Unternehmensgröße von 25 Mitarbeitern erreicht hast, wenn du heute, sagen wir mal, neues Software oder irgendwas, Tool, irgendwas, Lösungen, irgendwas, neue Nische, irgendwas erfunden hast und nicht schnell genug wächst, dann gibt es halt irgendeinen US-Softwarehersteller und der wird einfach die Nische belegen für dich und fertig. Ja, mit unlimited Cash Resources. Und von daher Investoren super wichtig, Sichtbarkeit und sich auch über Faktor Cash in Gedanken machen. So, das sind meine drei Gründe, drei Tipps hier für Sichtbarkeit und warum, weshalb. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein und tschüss. Happy Hunting, ne? Schauen wir mal bei meiner Akademie.